Meine Aufgabe ist es, noch mal ganz kurz Revue passieren zu lassen. Dafür hätte ich gerne die Folien, Zusammenfassung und was es sonst noch zu sagen gibt. Beginnen vielleicht einfach mit zwei Banalitäten, mit zwei Dingen, die eigentlich jeder weiß, die trotzdem ab und zu aus dem Fokus geraten. Zum einen, die Bluthochdruckerkrankung entsteht halt irgendwann im Laufe des Lebens. Das ist nichts, womit man geboren wird. Und das, was ich ganz, ganz häufig höre, wenn ich einem Patienten mitteile, der Blutdruck ist viel zu hoch, ist, ich hatte doch nie einen hohen Blutdruck, ich hatte immer niedrigen Blutdruck. Das ist durchaus möglich, weil die Bluthochdruckerkrankung eine Erkrankung ist, eine Erkrankung, die entsteht. Und das bedeutet auf der anderen Seite, wir dürfen uns mit einem einmal gemessenen niedrigen Blutdruck auch nicht in Sicherheit wiegen. Jeden kann diese Bluthochdruckerkrankung treffen. Und das ist quasi die zweite fundamentale Erkenntnis. Die einzige Möglichkeit, das rechtzeitig zu erkennen, ist, den Blutdruck auch wirklich zu messen. Auch wenn er in der Vergangenheit immer niedrig war. Warum geht er dann hoch? Wir haben das gehört von Herrn Pösch, Herr Kniele. Es gibt in den meisten Fällen keine einfache Ursache für eine Bluthochdruckerkrankung. Wir haben viele spannende Hinweise. Aber es gibt im Wesentlichen drei Konzepte, die dahinter stecken oder drei Konditionen oder Voraussetzungen, die den Blutdruck hochmachen. Das sind einmal natürlich die Gene. Es gibt leider eine Veranlagung zu einem hohen Blutdruck. Und an diesen Genen kann man nicht viel ändern. Die beiden Dinge, die dazukommen und ganz, ganz wesentlich dazu beitragen, sind einmal, Herr Pösch hat es erwähnt, die Elastizität der Gefäße. Wenn das Herz sich zusammenzieht, dann schiebt es ein Liter Blut raus in eine Röhre. Und wenn diese Röhre ausweichen kann, wenn die sich ausdehnen kann, wenn die Ader elastisch ist, dann führt der Liter Blut, der dort reingeht, nicht zu einer überschießenden Blutdruckanstieg. Die Elastizität kann das abfedern. Wenn wir diese Elastizität an den Gefäßen verlieren, wird jedes Mal, wenn das Herz Blut in die Adern schiebt, der Blutdruck, irgendwie wird das Blut sich verteilen müssen. Es kann nicht ausweichen, die Gefäße weichen nicht aus, der Druck steigt an. Also die Elastizität ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist schlicht ein erhöhter Stresslevel. Wenn die Ader sich zwar entspannen kann, wenn sie elastisch ist, aber wenn sie das nicht will, weil der Körper durch einen ganz hohen vegetativen Stresslevel dagegen arbeitet, haben wir denselben Effekt. Und das, was wir machen müssen, sind den Dingen gegenwirken, die diese Elastizität verringern. Und das ist zum einen natürlich das zunehmende Alter, da können wir nichts dran machen. Deshalb ist das so ein bisschen nach vorne gezogen. Aber es ist Übergewicht, es ist der Bewegungsmangel. Und einen erhöhten Stresslevel bauen wir auf, zum Beispiel bei schlafbezogenen Atemstörungen. Wenn wir ein Schlafapnoe-Syndrom haben, Schlafmangel, gestörten Schlaf. Wir wissen, dass Schichtarbeiter zu Bluthochdruck neigen. Aber auch Rauchen und ganz generell der Stress. Das sind Dinge, die ganz fundamental beteiligt sind an der Ausprägung oder Entwicklung von Bluthochdruck und die wir angehen sollten oder müssen. Alter, wie gesagt, ist wenig beeinflussbar. Übergewicht, Bewegungsmangel, Stress, schlafbezogene Atemstörung und Rauchen sind es aber durchaus. Warum sollten wir diese Dinge angehen? Das hat sehr schön Frau Dr. Rath präsentiert. Die Bluthochdruckerkrankung ist gefährlich. Und das sieht man nicht immer von Anfang an. Der Teufel ist ein Eichhörnchen und genauso ist das mit dem Blutdruck. Mal ist er sichtbar, dass er zu hoch ist, dann verschwindet er wieder, sieht putzig aus und tut vor allen Dingen zunächst mal nicht weh, er beißt nicht. Ja, trotzdem kann der Bluthochdruck immense Konsequenzen nach sich ziehen. Wir haben das von Frau Rath gehört, es kann akute
Komplikationen, Gefahren geben, im schlimmsten Fall ein Schlaganfall, ein Riss der Hauptschlagader. Das sind tatsächliche Katastrophen, glücklicherweise gar nicht so häufig. Das, was genauso eine Katastrophe ist, aber eine schleichende, sich langsam entwickelnde Katastrophe, sind eher die chronischen Konsequenzen der Bluthochdruckerkrankung. Durch den lange, immer wieder zu hohen Druck kommt es ganz, ganz oft zu einer Versteifung des Herzens, zu einer Verdickung des Herzens. Das tut nicht weh. Das führt nicht dazu, dass man plötzlich merkt, da ist irgendwas im Argen. Aber wenn es dazu gekommen ist, und es wird bei fast jedem Menschen mit einem unbehandelten Hochdruck irgendwann zu einer Herzverdickung und dadurch zu einer Herzschwäche kommen, dann hat man eine Luftnot, die einem im Alltag tatsächlich limitieren kann. Und diese Luftnot ist dann nicht mehr zu behandeln. Wir haben bis heute keine Möglichkeit, eine Luftnot bei verdicktem Herzen vernünftig zu behandeln. Auch wenn die Niere einmal geschädigt ist und kaputt ist, wenn man an der Blutwäsche sitzt, als Folge einer Hochdruckerkrankung, ist es letztlich zu spät. Blindheit, alles andere. Ja? Deshalb lassen Sie sich vom Bluthochdruck nicht täuschen, von der anfänglichen Beschwerdearmut. Es ist eine tatsächlich beeinträchtigende, ich will jetzt nicht sagen unmittelbar gefährliche, aber auf lange Sicht immer immens gefährliche Erkrankung. Lassen Sie sich nicht davon täuschen, dass man sich am Anfang trotz hohem Blutdruck wohlfühlt, gut fühlt. Glücklicherweise müssen wir den Bluthochdruck nicht hinnehmen. Herr Bleckmann, Frau Preu haben das exzellent präsentiert, was man alles machen kann. Die Behandlungsmöglichkeiten sind tatsächlich wirklich gut bei der Blutdruckerkrankung. Viel besser als bei ganz vielen anderen internistischen Erkrankungen. Blöderweise sind sie mühsam. Und das betrifft tatsächlich auch alle Behandlungsmöglichkeiten. Die Basis, Herr Bleckmann hat das gesagt, jeder Hochdruckbehandlung ist letztlich, sind Lebensstilveränderungen insbesondere, und das ist das Wichtigste von all denen, die Bewegung. Regelmäßig bewegen, bringen Sie Ihren Kreislauf in Schwung. Das ist das Beste, was Sie für den hohen Blutdruck tun können. Und jeder weiß, dass das, gerade wenn man aus dem Fenster guckt heute, mitunter schwierig sein kann, sich aufzuraffen, sich zu bewegen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Auch die medikamentöse Therapie beim Blutdruck ist tatsächlich mühsamer als bei anderen Erkrankungen. Wenn Sie einen Stent in eine Herzkranzader kriegen, dann kriegen Sie Aspirin, 100 Milligramm, für den Rest Ihres Lebens, Punkt. Daran muss man nichts ändern. Das ist eine Dauertherapie, einfach etabliert. Bei der medikamentösen Einstellung des Bluthochdruckes, Frau Breuer hat das erwähnt, ist das viel, viel schwieriger. Und die medikamentöse Behandlung des Blutdrucks ist tatsächlich, hat einige Besonderheiten. Man muss es letztlich immer wieder anpassen. Der Blutdruck kann sich ändern. Die Bluthochdruckerkrankung kann zunehmen. Das bedeutet, wir brauchen plötzlich höhere Dosen. Es kann aber auch durch körperliche Aktivität etc. eine Besserung einsetzen. Das heißt, letztlich ist die Behandlung des Bluthochdrucks mit Medikamenten immer eine kontinuierlich begleitende Anpassung der Medikamente. Ganz anders als einmal Aspirin bei einem Stent-Patienten. Und die zweite Sache hat Frau Preu schon erwähnt, anders als bei anderen Erkrankungen wollen wir sogar lieber eine Kombinationsbehandlung von mehreren Substanzen. Aus guten Gründen, denn oft ergänzen sich die Wirkungen der unterschiedlichen Substanzgruppen. Und es ist für den Patienten viel besser, weil er weniger Nebenwirkungen hat, wenn man zwei unterschiedliche Substanzgruppen in niedriger Dosis kombiniert, als wenn wir eine Substanzgruppe nehmen und die in sehr, sehr hoher Dosis geben. Das heißt, wir haben es immer eigentlich bei der
Bluthochdrucktherapie mit Kombination zu tun. Und da ist es tatsächlich günstig, auch was die Wirksamkeit angeht, wenn man diese Substanzgruppen tatsächlich auch schon als Kombinationspräparat in der Apotheke erwirbt. Das sind so die Themen, die wir heute sehr, sehr schön vorgetragen bekommen hatten. Was gibt es sonst noch? Was ist nicht erwähnt worden? Vor einigen Jahren hat man sehr, sehr große Hoffnung in apparative, interventionelle Behandlungen des Bluthochdrucks gelegt. Man hat viel von denen erwartet. Leider haben sich die meisten dieser Dinge bisher die Erwartungen nicht erfüllt. Diese renale Denervation ist ein Verfahren, bei dem man Nerven im Bereich der Nierenarterien mit einem Katheter verödet hat. Das tatsächlich kann mitunter in Einzelfällen zu einer Blutdrucksenkung führen. Leider ist dieser Effekt in den allermeisten Fällen nicht dauerhaft und auch nicht ausgeprägt. Tatsächlich muss man sagen, dass das keine Standardbehandlung geworden ist. Man forscht mittlerweile an anderen Dingen, die orientieren sich an der Natur des Menschen. Der Mensch stimuliert seinen Blutdruck durch Aktivation zum Beispiel des Nervus vagus. Man kann jetzt so kleine Manschetten nehmen und um den Vagus montieren. Das ist ein kleiner operativer Eingriff und kann damit quasi dann so auf Knopfdruck die körpereigenen Reserven zur Blutdrucksenkung ausreizen. Ganz spannende, aber definitiv im momentanen Stadium experimentelle Untersuchungen, mit denen vielleicht irgendwann mal schwerste Fälle behandelt werden können. Man ist da immer auf der Suche nach besseren Möglichkeiten. Und die Natur ist natürlich ein sehr, sehr guter Stichwortgeber. Das ist so das, was vielleicht noch so kommt. Eine vielleicht letzte Folie noch, was einfach zur Information. Die größte Gefahr der Bluthochdruckerkrankung ist für die allermeisten Menschen, dass das Herz einfach immer dicker wird und sich dann nicht mehr vernünftig arbeiten kann. Wir haben es gehört, es kommt zu einer Versteifung des Herzens. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie im Prinzip ein Beispiel eines solch versteiften Herzens. Selbst wenn man diese Bilder so vorher noch nicht gesehen hat, es handelt sich um ein MRT. Untersuchung des Herzens und hier unten sehen Sie die Hauptkammer des Herzens, die linke Hauptkammer. Da erkennen Sie, dass die Wand, das Schwarze hier, immens dick geworden ist. Insbesondere, wenn Sie das vergleichen mit dem Bild hier auf der linken Seite. Hier ist das Herz zart, das pumpt dynamisch und hier ist tatsächlich das Herz dick und man erkennt selbst als ungeübter, dass hier weniger Blut gefördert wird und das Ganze viel, viel träger aussieht als das normale Herz. Das ist die Gefahr der arteriellen Hypertonie, des Bluthochdrucks. Aber, und das ist wichtig, es gibt auch andere Erkrankungen, die dazu führen können. Und tatsächlich ist es wichtig, die nicht aus dem Auge zu verlieren. Wenn Ihr Hausarzt ein verdicktes Herz feststellt, Sie aber gar nie einen Bluthochdruck hatten, dann lohnt es sich tatsächlich, Kontakt zu Spezialkliniken aufzunehmen zum Beispiel und genauer hinzuschauen, gibt es vielleicht doch einen anderen Grund für die Verdickung des Herzens. All das und was es auch sonst noch zu arterieller Hypertonie und so weiter zu wissen gibt, finden Sie heutzutage in sehr, sehr vielen schönen Apps für das Handy, in gedruckten Büchern. Die helfen Ihnen tatsächlich auch, den Blutdruck ordentlich einzustellen. Die Applikation für mobile Geräte,
die sicher am professionellsten gemacht wird, auch unter Beteiligung der Deutschen Herzstiftung, ist die hier vorgestellte. Die ist entwickelt an der Universität in München. Dort gibt es eine eigene große Abteilung für Bluthochdruckbehandlung. Die hat diese App fürs Handy entwickelt. Man kann seine eigenen Daten unter der Medikation eintragen. Es gibt individuelle Ratgeber, tatsächlich eine ganz große Wissensdatenbank, wo Sie alles finden. Also wer technikaffin ist, wer Lust hat, mit so einem Handy tatsächlich umzugehen, der wird dort absolut fündig. Wer sich eher auf die althergebrachte Papierform verlassen möchte, der wird ohne Frage von der Deutschen Herzstiftung exzellent versorgt. Lassen Sie sich von der Herzstiftung helfen. Von dort werden Sie auch zum Beispiel einen kleinen Blutdruckpass zur Verfügung gestellt bekommen, wo Sie Ihre Werte, die Einstellung einstellen können. Damit machen Sie es sich leichter und auch dem behandelnden Arzt.